willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und ich bin jetzt wieder zurück von den EPS Finals. Dazu gab es ja auch schon ein Nachberichtsvideo, wo ich ein bisschen erzählt habe, wie es gelaufen ist. Jetzt bin ich wieder zurück und kann dann auch wieder Let's Play Ultimate Team aufzeichnen. Wir sind gerade in Liga 2 und haben leider in dem ersten Spiel ordentlich auf die Fresse bekommen, haben glaube ich 0 zu 2 verloren. Hier sieht man das nochmal gegen Los Chacho Pros und das Spiel war da gleich nicht so geil. Ich habe mit den Koreanern gespielt und ja, ich glaube ein bisschen Pech gehabt, aber im Endeffekt schon verdient verloren. Und jetzt in der zweiten Partie werde ich dann mal mit etwas größeren Kalibern auflaufen, nämlich nicht mit den Koreanern, sondern auch nicht mit den Tanks, auch wenn das natürlich größere Kaliber sind, wie der Name schon verrät. Aber wir nehmen das Serie BPL-Team, wobei ich den Koreanern Gelegenheit gebe, sich auszuruhen. Und dann muss ich noch Pogba den Vertrag verlängern. Und ich muss sagen, das kann sein, dass dieses Spiel jetzt hier das Abschiedsspiel ist von diesem Team. Denn ich habe mir jetzt überlegt, es ist jetzt gerade auch wieder die Situation, wie sie häufig in letzter Zeit aufgetreten ist. Wir haben jetzt hier gerade kurz vor Weihnachten, ich bin jetzt gerade am 18.12. am Aufzeichnen. Und am 24.12., ja, da ist auch wieder dieses Jahr Weihnachten und da werde ich nicht in München sein, sondern ja, bei meiner Familie. Und von daher muss ich jetzt auch schon wieder ein bisschen im Voraus aufzeichnen, denn zwischen den Jahren werde ich höchstwahrscheinlich nicht zwischen den Jahren nicht in München sein, sodass ich nicht aufzeichnen kann. Und das ist zum einen, und daher habe ich mir gedacht, ja, da muss ich jetzt nochmal einiges auch raushauen an neuen Content und habe mir gedacht, ich baue mal wieder komplett neue Teams. Ihr braucht mir keine Vorschläge zu schicken. Ich habe zwei Ideen oder auch schon zwei konkrete Umsetzungen für Teams. Ich muss nur schauen, ob es von den Münzen her reicht. Und ansonsten kann es sein, dass es noch eine weitere Neuerung gibt, denn ich habe ja auch gesagt, ja, Next Gen sollte eigentlich auch mal irgendwann passieren. Und es kann, oder ich hoffe zumindest, dass morgen oder übermorgen meine PS4 eintrifft. Wie es dazu gekommen ist, das werde ich schildern, sobald ich damit aufnehme, denn da gibt es auf jeden Fall was zu erzählen. Aber jetzt den Fokus auf diese Folge oder auf ja, dieses Spiel jetzt hier weiter gerichtet. Ich gebe Pogba mal einen neuen Vertrag und dadurch, dass ich ja gerade sage, ich werde nicht mehr so viele Spiele mit dem Team machen, gebe ich mir jetzt auch nur einen kleinen Vertrag. Und ansonsten passt alles und daher können wir den Gegner suchen und ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt in Liga 2 wieder rumgerissen bekomme und jetzt nicht noch eine weitere Niederlage einfahre. Hier ist die Verbindung. Die war jetzt kurz orange und ich habe in letzter Zeit doch immer wieder mal schlechte Erfahrungen gemacht, wenn die Verbindung so scheiße war. Da reg ich mich, obwohl ich es nicht möchte, kontinuierlich drüber auf. Von daher lasse ich das jetzt und suche mir einen neuen Gegner, oh, wo die Verbindung auch schon wieder orange oder rot am Anfang ist. Ich glaube, das war jetzt sogar der gleiche Gegner. Probieren wir es einfach noch ein weiteres Mal. Und hier ist jetzt von vornherein grün. Ich bin jetzt auch der Host oder ich bin zumindest zu Hause. Das ist schon mal klasse. Und dann spielen wir weiß gegen rot. Im King Fat Stadion. Er hat ein IFK-Wappen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas Nordisches. Zumindest sah es so von dem Wappen aus. Und uiuiui. Er hat ein recht gutes Team, würde ich mal meinen. Er hat nämlich zwei Informspieler mit. Oh, das dürfte Garcia sein, der ZDM. Und rechts, den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Der spielt aber auch anscheinend in der russischen Liga. Also er hat eine lustige Kombination aus Ligue 1, Primera Division und der russischen Liga, wenn ich mich jetzt... Oder das ist, sieht aus wie Shakhtar Donetsk und das ist nicht russisch, sondern Ukraine, aber... Ist es Ukraine, Shakhtar Donetsk? Aber haben wir die ukrainische Liga jetzt drin? Ich bin verwirrt und ich äußere mich jetzt nicht mehr weiter dazu. Auf jeden Fall drei Ligen. Team hat er gehabt, wenn ich jetzt nicht noch eine vierte Liga übersehen habe. Sehr interessant und mit Cavani und Diego Costa vorne im Sturm auch zwei richtige Brecher. Von daher könnte das ein sehr schweres Spiel werden. Vor allem Liga 2 ist ja dann auch schon recht weit oben anzusiedeln. Ja. Gucken wir mal, was jetzt hier geht. Legen wir mal hier ab auf Mirallas und jetzt auf Benteke machen wir hier oben jetzt weiter durchgesteckt, aber Asamoah kommt da nicht ran, aber Benteke spielt da vor die Füße und Courtois mit einer richtig guten Parade legt sich einmal quer am Tor. Das sah schon ganz gut aus, bin ich gut durchkombiniert und jetzt probiert er einfach mit Diego Costa durchzulaufen, aber Konstant stellt sich in den Weg und kann den Ball locker erobern. So, ja. Oh, da bin ich leider
im Dribbling zu unachtsam gewesen. Da kann Menez De Bruyne sehr leicht den Ball abnehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, hier nicht jetzt voreilig den Gegner in die Füße werfen, sondern ein bisschen länger lösen oder länger warten, bis man die Lösung findet, sodass man in aller Ruhe dann auch einen sicheren Einwurf spielen kann. Oh fuck, Alter, das ist natürlich jetzt katastrophal, was ich hier mache. Und das, oh, ist der Worst Case da. Sowas darf überhaupt gar nicht passieren. Und sowas passiert mir eigentlich auch normalerweise nicht, dass ich mit dem Innenverteidiger den Ball verliere. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass er so drauf geht. Das war richtig dumm. Richtig dumm. Krass. Also ganz, ganz sehr. Also sowas hat man, glaube ich, bei mir noch nicht gesehen. Und der Grund war, ich hatte den Fokus nach vorne gesetzt, weil ich da einen langen Pass auf den Stürmer spielen wollte. Oh, shit. Zu unsauber gespielt. Ach, fuck, ist das ein dummes Tor. Spielt der... Oh, checkt der Verteidiger nicht, geht nicht rechtzeitig mit, spielt er schön auf Diego Costa und der... Ja, jetzt mit dem nächsten Treffer wahrscheinlich, weil Cavani ins leere Tor hätte schießen können. Gelingt ihm nicht ganz und so steht es immer noch weiter in 1:0. Ja, kann ich mich gerade glücklich schätzen, weil das war eben gerade schon ein guter Pass auf Diego Costa. Also müssen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen, weil das ist natürlich... Alter! Ein richtig schlechter Start bis hierhin. De Bruyne läuft kurz über den Ball, anstatt nach vorne zu spielen. Das ist auch eine interessante Variante. Was macht denn jetzt mit meinem Verteidiger? Er läuft einfach mal nach vorne. Jetzt ist der andere Innenverteidiger nicht da. Wer war denn das jetzt? Ich glaube, Caceres. Sehr interessant. Oh. Holen wir hier mal auf Miralas. Und jetzt sieht es gut aus. Der Flank vielleicht auf Sturridge. Der kommt auch ran. Aber Benteke jetzt hier aus 4 Metern. Und jetzt kann er ihn reinlaufen. Jawohl. Ein bisschen glückliches Tor. Ich denke mal, die Flanke, die ist komisch durchgekommen, oder? Ja, Sturridge verlängert auf Benteke. Und dann wird es ganz kurios. Auf 5 Metern der Schuss. Aus 4 Metern, glaube ich, noch ein Schuss. Und danach kann ich ihn reinlaufen, weil der Torhüter ihn nicht irgendwie festhalten kann. Und so haben wir es jetzt schnell wieder ausgeglichen. Das ist wichtig, weil ich habe das Gefühl, der Gegner, der spielt gut. Der macht gut Druck, setzt mich da immer wieder oder bringt mich immer wieder in die Bredouille und hat eben auch schon einen guten Pass auf Costa gespielt. Von daher bin ich hier auch über jeden Treffer froh, auch wenn es noch wirklich kein schöner Treffer war. Nehme ich ihn gerne hin, weil es so natürlich wieder das Spiel offener macht. Flankenwechsel. Oh, das hasse ich, wenn erst der Innenverteidiger ausgewählt wird, obwohl der Flankenwechsel gar nicht auf ihn gespielt wird und er gar nicht rankommen kann. Das mag ich ganz und gar nicht. Das ist so eine typische FIFA 14 Bug, den es vorher nicht gab. Dass da die Spielauswahl schlecht ist. Das verstehe ich nicht, wie man das hinbekommt, so zu verschlimmbessern. So, schöner Fehlpass hier vom Gegner. Spielen wir auf Sturridge. Eigentlich, Matuidi ist aber noch mit der Grätsche da. Das war wichtig. Weil ansonsten jetzt ganz... Oh, fuck! Sehr schön. Ein langer Abwurf jetzt hier auf De Bruyne. Der kriegt den Ball irgendwie nicht angenommen. Garcia mit dem Schuss, aber Chesney mit einer schönen Parade. Ich bringe mich in dem Spiel wirklich selber nur in die gefährliche Situation. Von daher habe ich dann noch viel Luft nach oben. Wenn ich sowas vermeide, dann kann ich vielleicht auch mehr oder weniger zulassen beim Gegner. Holen wir mal den Ball. Pogba kommt leider nicht ganz ran. Und der Ball bleibt weiter in den Reihen vom Gegner. Aber er spielt hier One-Touch, wodurch er ein bisschen Tempo verliert. Und dann hier solche Ungenauigkeiten hat. Jetzt spielen wir mal steil auf Benteke. Der bekommt den Ball auch sehr schnell angenommen. Lauf einfach mal durch. Jawohl, der läuft einmal ins Leere. Jetzt kommt die Flanke auf Sturridge. Der kommt aber leider nicht ran, weil Pippe da steht. Aber er ist schon wieder Unachtsamkeiten hier vom Gegner im 16er. Wäre ich fast reingekommen. Und Bernard legt sich den Ball jetzt weit vorne. Oh, schön von De Bruyne eingesetzt. Tippen wir mal durch. Aber leider... Zu ungenau. Bernard ist ja nicht wirklich dafür bekannt, dass er viel stärker ist. Deswegen war das eben eine gute Situation, mit De Bruyne Protect the Ball einzusetzen. Diego Costa dafür ist schon eher so einer, der, ich glaube, über 80 Stärke hat. Sehr gut von Konstant. Zu ungenau rausgespielt, leider. Schön unachtsam hier vom Gegner gedribbelt. Oh. Benteke auch nicht. Ja. Schauen wir mal durch. Ah! Der Sirna. Oder, ja, Sirna mit Ungenauigkeiten hier beim Kopf, weil wäre es nochmal richtig gefährlich was geworden durch die Kopfballeinlage hier vom Gegner. Ich will einfach wieder nur durchlaufen. Holen wir hier mal den Ball. Sehr schön. Jetzt können wir vielleicht einen schönen Konter einleiten. Leider. Ah, zu viel Druck hier direkt im Mittelfeld auf De Bruyne.
Kommt der Chip? Oh, der kommt sehr gefährlich, aber der... Ich habe eigentlich Dreieck gedrückt, aber mein Torhüter geht nicht raus, um diesen Ball aufzunehmen. Glücklicherweise nur ins Aus, sodass es jetzt hier den Abschluss gibt. Kommt wieder ein bisschen zu kurz, aber gelingt. Ich muss auch wieder mehr über Kontrolle über das Spiel bekommen. Noch ein Doppelpass hier vielleicht? Ja, sehr schöne Kombination zwischen Sturridge und De Bruyne. Nochmal hier auf De Bruyne. Und der, nee, es ist Pogba gewesen. Der leider, ja, nicht rechtzeitig dran. Der Gegenspieler kann den Schuss verhindern. Okay, das kann interessant werden. Aber jawohl, Richards hier, sehr gute Einlage. Nochmal hier, Langball auf Benteke. Ablegen auf Sturridge. Und dann, schade. Wenn ich dann auch direkt den Steilpass wieder auf Benteke spielen kann, dann wäre das eine schöne, einfache Kombination wieder gewesen. Die zum, direkt zum Erfolg führt. Och. Der Ball wird rausgespielt, 3-4 Meter, aber keiner der umstehenden Spieler checkt das, dass er den Ball aufnehmen könnte. Und das ist wieder so ein Ballverlust. Der ist ganz, ganz schlecht. Aber hat der Gegner auch gut gemacht. Ist plus 3 angezeigt, die Nachspielzeit läuft. Machen wir auf Samoa. Konstant. Ah, ne, das ist gar nicht Samoa, das ist Konstant. Und dann, sehr überhastet in die Spitze von mir. Und ich denke, jetzt wird aber noch Freistoß angezeigt. Viel werde ich jetzt hier in der ersten Halbzeit nicht mehr aufs Tor bekommen vom Gegner. Vielleicht nur noch eher einen. Aber, ja, ich erober den Ball, es wird abgepfiffen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Luft nach oben in der zweiten Halbzeit, weil ich überraschend viele Fehler gemacht habe. Das muss ich ganz klar zugeben. Da waren unnötige Ballverluste dabei, sehr katastrophal. Und dann auch in der Bewegung oder in den Kombinationen nach vorne waren da Unachtsamkeiten dabei, wo ich auf jeden Fall, wie gesagt, Luft nach oben habe, um mich noch zu verbessern. Von daher bin ich guter Dinge, dass das jetzt auch noch mal was mit dem Sieg werden kann. Jetzt läuft er erstmal ins Aus. Sehr schön. Aber auch der Gegner, muss ich sagen, sehr häufig mit Triplings in meine Verteidiger reingelaufen, wodurch ich dann gute Kontersituationen bekommen habe. Wenn er das beibehält, dann kann ich dann auch dadurch vielleicht mal profitieren. Sehr schön. Schicken wir mal jetzt durch auf De Bruyne. Vielleicht kommt er ran. Nein. Pepe davor. Kann den Ball schön rausspielen. Kommt der Chip, aber Caceres ist da. Leider zu unsauber nur rausgespielt. Deswegen landet der Ball wieder bei Menes. Den habe ich ja diese Saison auch schon gespielt. Hat mich nie wirklich überzeugt. Ja, wollte ich jetzt eigentlich den Steilpass auf Benteke spielen, aber der ist irgendwie nicht so wirklich durchgestartet. Oh, danke. Doppelpass vielleicht. Einmal hier oben auf Mirallas. Sehr schön. Und den ziehen wir jetzt mal in die lange Ecke. Boah, ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Zentimeter, würde ich mal behaupten. Man sieht es hier nochmal. Eigentlich, ganz, ganz knapp. Schade. Ich hätte natürlich auch irgendwie noch probieren können, in die Mitte irgendwie zu spielen. Aber ich hatte ein gutes Gefühl, dass er vielleicht Mirallas von da trifft. War ja auch fast, hätte auch fast geklappt. Oh, wenn der nicht im Abseits ist, dann könnte das eine gute Situation werden. Aber, ja, ist im Abseits und dann auch nicht mit dem Treffer. Schade. Jetzt komme ich gut ins Spiel. Zumindest die letzten beiden Aktionen waren eigentlich, glaube ich, ganz schön. Da müssen wir anknüpfen. Habe ich jetzt aber, oder? Sehr schön. Konstant. Leider kommt er nicht ran. Geht ins Aus. Mal sehen, ob er direkt zuwirft. Ja, fast. Und jetzt habe ich leider so eine Unterzahl auf den Außen. Sirna. Kommt jetzt mit der Flanke. Aber Asamoah ist noch dazwischen. Und dann hat er den Ball, wird dann noch von Sirna beim Flankenversuch angegrätscht. Und dadurch gibt es hier Freistoß. Sehr schön, machen wir dann auch hier direkt kurz. Habe ich leider nicht lange genug gewartet. So, dann müssen wir hier ruhiger lösen, weil es einfach gerade sehr druckvoll ist. Ich mache mal den Langball auf Sturridge ablegen, vielleicht auf Benteke. Ja. Ne, klappt nicht. Oh, das ist natürlich auch ein interessanter Ball. Oh, jetzt kann er durchchippen eigentlich auf Cavani. Aber ich habe den Torhüter rechtzeitig rausgeholt, weil es sehr offensichtlich war. Oh, der Abruf leider viel zu kurz. Glück gehabt. Jetzt kann es vielleicht schnell gehen. Chip mal auf. Oh! Wie wenig gefehlt hat. Aber jetzt nochmal der Chip auf Mirallas. Aber der kommt da ran. Der kommt ran und der Schuss. Ah, scheitert. Aber der Nachschuss landet leider nicht nochmal bei ihm. Ah, schade. Die zweite gute Gelegenheit hier von Mirallas in der Halbzeit. Oh. Oh ja. Schlenzer. Oh, Pepe leider mit dem geblockten Schuss. Aber der Ball ist noch heiß. De Bruyne jetzt mit dem Schuss. Und dann macht er das 2:1. Und ich glaube, jetzt war es auch ein bisschen überfällig. Alles keine hundertprozentigen Chancen. Aber so Halbchancen. Und irgendwann geht halt auch mal einer so rein. Bisschen Glück gehabt. Der Schuss geblockt eigentlich. Aber der Ball landet wieder bei De Bruyne. Und der dann
Ja, mit Ach und Krach irgendwie flach in die Ecke rein. Oh, jetzt hat Mirallas schön Raum. Oh, hier vielleicht ein Doppelpass. Nicht im Abseits, sehr gut. Und jetzt schlänzt man die lange Ecke zum 3:1. Und jetzt hier der Doppelschlag, der belgische Doppelschlag mit De Bruyne und Mirallas. Sehr schön, konnte ich mich... Oh, was macht hier? Mein Spieler einfach auf dem Boden liegend. Okay. Hat er sich der Sturridge kurz ausgeruht nach dem Treffer. Was soll ich sagen? Ja, genau. Schöne, einfache Kombination und dann ist Mirallas durch, kann dann den nächsten Treffer ziehen und Benteke, Bernard zieht ihn hier schön nach hinten und kann dann den Ball erobern. Feine Sache, aber Bernard geht nicht auf. Ja, sehr gut. Lange hat der Ball etwas hier in die Spitze, machen wir hier ablegen und dann oben auf Mirallas. Er ist durch. Oben läuft Sturridge, aber ich bekomme dann den Ball abgenommen. Von dem Außenverteidiger ist das, glaube ich. Und sehr unsauber, wodurch ich denn wieder den Ball in der gegnerischen Hälfte habe. Sehr, sehr schön. Sirena passt auf. Und das war dann auch schon der Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Aber so viel dazu. Er macht den nächsten Fehler. Eieiei, jetzt verliere ich leider zu schnell den Ball. Komm ihn aber fast hier wieder. Den Gegner fehlen jetzt gerade so ein bisschen, oder die Ruhe so ein bisschen am Ball, würde ich mal behaupten. Sehr viel. Oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Das spielt er schön. Aber Koscielny schmeißt sich wagemutig in den Schuss und dann auch hier abseits von Menez. Wodurch dann wir jetzt hier wieder den Ballbesitz haben. Diesmal den Einwurf oder den Freistoß hier kurz und auch sicherer. Oh, ausgeführt. Hätte ich fast einen Fehlpass gespielt. Alter. Alter, jetzt wird's aber interessant, was ich hier mache, ne? Alter. Ui. Das ist jetzt, das ist kein Elfmeter, oder? Das ist, glaube ich, Geld für Diego Costa. Oder? Freistoß? Ich glaube, er grätscht schon wieder, weil er flanken wollte. Also, mal gucken. Hier, da. Ich glaube, das wird gepfiffen. Sehr interessant. Ja, es gibt den Freistoß für mich. Also, ich habe mir sehr, sehr viele Unachtsamkeiten hier zu stehen lassen kommen. Ist das richtiges Deutsch? Auf jeden Fall sehr viele Unachtsamkeiten gemacht. Wodurch ich mir fast einen Treffer eingefangen habe. Oh, doof den Ball abnehmen lassen hier. Und ich denke, mit solchen Leistungen, also wenn ich das jetzt so fortsetze, wird das nichts in Liga 2. Da muss ich auf jeden Fall fehlerfreier spielen. Fehlerfrei wird schwer, aber fehlerfreier. Und das spielt er sehr gut. Wenn er nochmal in die Mitte... Oh, huiuiuiui. Hätte er mal vielleicht nochmal durchchippen können in die Mitte. Aber der Schuss von Cavani natürlich auch brandgefährlich. Und auch hier Zentimeter am Tor vorbei. Ja, wie gesagt, da muss ich mich auf jeden Fall steigern, wenn ich hier irgendwie um den Aufstieg oder vielleicht den Titel in Liga 2 mitspielen möchte. Weil das waren deutlich zu viele Fehler. Vor allem mit der Ballführung in der Verteidigung. Das darf mir auf keinen Fall passieren, weil das sind einfach, wenn man da die Fehler macht, dann auch eigentlich hundertprozentige Chancen für den Gegner. Och, Herr Jemini. Gut, und das Spiel, muss ich auch ganz klar sagen, ist noch nicht gelaufen. Mir wäre fast der Anschlusstreffer gefallen und dann kann es nochmal eng werden. Deswegen soll ich nochmal ein bisschen auch noch den Fokus hier auf dieses Spiel setzen und schauen, dass ich hier keine Fehler mehr mache. So, das gibt Abstoß. Ich merke gerade, also das 4-2 beim Gegner ist nicht so gut, dass ich da die Abstöße auf die Außenverteidiger spiele. Jetzt schon eigentlich bei jedem Abstoß war ich in Pedolio gekommen. Und Benteke, habt ihr es gerade gesehen? Er bleibt einfach stehen. Ein Pass wird auf ihn gespielt und er steht einfach da und macht gar nichts. Schaut, dreht sich um, guckt doof in der Gegend rum. Nervig. So, aber Sturridge, der macht mit. Der macht mit. Der macht jetzt auch die Flanke hier auf Benteke. Und da ist vielleicht Benteke mit dabei. Nein, er setzt sich nicht durch. Spielt da. Ja, gut eigentlich. Gute Idee. Oh, jetzt hier Sturridge. Ein bisschen Raum. Ja, kriegt er den angenommen. Sehr geil. Und dann lupfen wir. Zack. Oh, Courtois. Er wirkt wie 2,50 Meter groß. Wie er den jetzt einfach locker abgegriffen hat. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe gedacht, das wird ein ganz lästiger Chip über den Torhüter. War eigentlich auch vom Timing her und von der, sag ich mal, Situation her perfekt. Aber Courtois hat gar kein Problem, den Ball zu fangen. Aber wäre auf jeden Fall ein schönes Tor geworden, denke ich. Kann ja vielleicht noch eins geben. Nee. War jetzt hier wieder beim Gegner. Und ich denke, die letzten Aktionen wird jetzt hier beim Gegner sein. Oder ich bekomme jetzt nochmal hier den Ball. Ah, ah, ah. Ja. Nee, er pfeift ab. Und das war das zweite Spiel in Liga 2. Endlich dann auch die 3 Punkte eingefahren. Ich denke, verdient. Wenn auch, wie gesagt, zu viele Fehler auf meiner Seite. Aber ich denke, vor allem in der zweiten Halbzeit habe ich dann deutlich mehr Konsequenz vor dem gegnerischen Tor gezeigt. Was ich jetzt auch durch einen leichten Vorteil in den Schüssen aufs Tor
widerspiegelt und durch ein wenig mehr Ballbesitz. Ich denke, die 3 Punkte gehen auf jeden Fall in Ordnung. Aber wenn ich nicht aufpasse, liege ich vielleicht mit 0-2 hinten oder ich fange nochmal den Ausgleich. Von daher war das auf jeden Fall kein Selbstläufer durch meine eigenen Unachtsamkeiten. Das soll es für heute gewesen sein. Und es kann, wie gesagt, sein, dass das auch die letzte Partie gewesen ist, die ihr mit diesem Team gesehen habt. War quasi so ein kleines Abschiedsspiel. Und dann in der nächsten Folge kann ich mir vorstellen, dass es das nächste Abschiedsspiel geben wird, nämlich von den Tanks. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Komm, Boateng. Ja. Ja, nein. Was? Scheiße. Fuck, Alter.